Es heißt immer, man müsse Kindern Freiraum lassen. In Wirklichkeit zwingt man sie aber, Kinderzeichnungen zu machen. Man bringt ihnen bei, wie Kinder zu malen. Unter dem Vorwand, ihnen Freiheit zu lassen und sie nur ja nicht zu behindern, sperrt man sie in eine Schublade. Ich habe nie Kinderzeichnungen gemacht, nie. Nicht einmal, als ich ganz klein war. Mit 6 Jahren habe ich wie Raphael gemalt. Aber ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um zu malen wie ein Kind. Picasso Museum in Barcelona. Hier kann er die Tauben seiner Jugend wiederfinden. Die Tauben, die über seine wunderbare Abenddämmerung wachten, die er 1957 gemalt hat, um sich ein wenig von den Meninas nach Velázquez zu erholen, die ihn quälten, ihn erschöpften. Hinzu kam seine Besessenheit, sich die gesamte Malerei zu eigen machen zu wollen. Er sagte mit einem gezwungenen Lächeln, es ist schon schwierig genug, wenn man ganz allein ist. Was für eine Vorstellung also, einen anderen Maler in sein Atelier einzulassen. Er dachte an seine Kinderzeit, als er gerade 7 Jahre alt war. Ein Wunderkind, das seine ersten Hefte bereits mit kleinen Skizzen füllte. Damals schon Stierkämpfe. Damals schon Tauben. Tauben. Dutzende, Tausende, Millionen von Tauben, wie in einem Traum oder einem Albtraum und bis hinein in seine ersten Schulbücher. Sie flogen auf und umgaben ihn wie jäh aufziehende Wolken auf der Plaza de la Merced, dem Platz des Erbarmens in Malaga, seinem Geburtsort in Südspanien. Er hatte sie nie besonders geliebt, diese apathisch vor sich hin dämmernde Stadt, in der sein Vater und seine Mutter mit der ein wenig zu auffälligen Unterstützung durch reichere Verwandte mehr schlecht als recht lebten. Sie, die sanfte, aber energische Maria Picasso y López, er, José Ruiz Blasco, der an der örtlichen Kunstschule zeichnen lehrt, über das Heimatmuseum wacht und vor allem Tauben malt. Immer wieder Tauben und im Laufe des Jahres ein paar Stillleben für die Kleinbürger Malagas. Wie sollte sich der kleine Pablo bei einem solchen Erzeuger nicht herausgefordert fühlen, dieser Schar der großen Künstler in Spee beizutreten, die sein Vater unterrichtete? Und was sollte man anderes erwarten, als dass er der Beste würde? Und es gibt keinen Zweifel. Er ist der Beste. Er ist 14, als seinem Vater die beachtliche Beförderung zum Professor der Kunstakademie von Barcelona zuteil wird. Ein erstes Selbstporträt in Öl. Erste und bereits meisterhafte Aktstudien dieses 15-jährigen Knaben, der das Malen braucht wie die Luft zum Atmen. Die Legende will, dass José Ruiz Blasco, begeistert und zugleich entmutigt durch diese Begabung, nicht länger sein verwünschtes Geflügel gemalt, sondern mit der Geste eines Toreros, der den Jungstierkämpfer in seine Rechte einsetzt, die eigene Palette nebst Farbenkoffer seinem Sohn übergeben haben soll. Der jugendliche Pablo Ruiz Picasso wird bei der königlichen Ausstellung in Madrid ehrenvoll erwähnt. Er ist bereits der gefeierte Star der Kunstakademie von Barcelona. Eine beachtliche akademische Karriere eröffnet sich. Nun muss er nur noch aus dem elterlichen Nest steigen. Nicht sehr weit von zu Hause entfernt, aber dennoch sein erstes eigenes Atelier in der Carrera de la Plata Nummer 5. In diesem Atelier hat er viel geträumt und viel gemalt. Hier sind seine ersten wichtigen Werke entstanden. Dieses Atelier teilt er sich brüderlich mit einem älteren Kommilitonen, Manuel Pallarès. Picasso, pour moi, c'est le meilleur ami.
Je n'en ai jamais eu d'autre. Gemeinsam mit Pajares genießt er die Abende und Nächte im äußerst lebhaften Barcelona. Im Eden-Konzert, wo die Bella Celito inmitten eines Programms hübscher, keineswegs schüchterner Frauen triumphiert. Und in der Carrière d'Avignon gibt es erlesene Farbenhändler, aber auch Bordelle, in denen der junge Ruiz Picasso als Kunde und beharrlicher Beobachter verkehrt. Das Barcelona dieser allerletzten Jahre des 19. Jahrhunderts ist ein einziges permanentes Fest. Aber in der Carrère de la Plata Nummer 5 spielt sich zwischen einer Corrida und einer Spritztour zur Carrère d'Avignon vor allem der erbitterte Kampf eines jungen Malers ab, der alles daran setzt, seine unendliche Verunsicherung angesichts des Todes mit sakralen Themen zu bewältigen. Pablo, der bald nur noch mit dem Namen seiner Mutter signieren wird, Picasso, macht sich an die Komposition Wissenschaft und Nächstenliebe, sein erstes Meisterwerk. Er ist 16. Der Mann wendet die Erkenntnisse der Wissenschaft an, während die Nächstenliebe, ein Kind auf dem Arm, der Sterbenden einen Silberbecher reicht. Der Mann trägt die Züge vom Vater. Und hier die anderen Modelle, die Familie, die liebe Tante Pepa, Donna Maria, die geliebte Mutter, und Lola, die kleine Schwester. Mit ihrer Puppe. Und das Selbstbildnis dieses Malers, der zum Gott wird. Ein 17-jähriger Künstler, der 75 Jahre später an der Schwelle des Todes diesen anderen jungen Maler malen wird, mit großen Augen staunend auf etwas blickt, das er erreicht, doch nie entziffert hat. Das Geheimnis der Malerei. Barcelona 1899. Zwei Schritt von der Kathedrale entfernt, in dieser kleinen Straße, erhebt sich die neugotische Fassade von Els Quadrigats, die vier Katzen. Ein literarisches Kabarett, das dem Pariser Chat Noir nachempfunden ist. Es ist der obligatorische Treffpunkt der Bohème, der extravaganten katalanischen Hauptstadt und ihres kultivierten Bürgertums. Hier speist und trinkt man, lauscht den Dichtern und sieht sich chinesische Schattenspiele an, ganz wie in Paris. Gestalter der Speisekarten, Pablo Ruiz Picasso. Er skizziert auch die Gründer, Pedro Romeo, Santiago Rusiñol, Ramon Casas und porträtiert sich selbst mit dem knappen Titel Ich. Er ist 18 Jahre alt. Das Jahr 1900 wird festlich begrüßt. Pablo Picasso entwirft das Plakat zum Ereignis. Aber er muss in aller Eile nach Paris, um die Weltausstellung zu besuchen, die, wie es heißt, den Eintritt der Menschheit in eine Ära des Fortschritts und des Glücks markiert. Der in Barcelona gefeierte Pablo Picasso muss auch in der Hauptstadt der Welt gefeiert werden.
Schließlich hat das Königreich Spanien bereits vor 3 Jahren ein großes humanistisches Gemälde dieses Wunderknaben mit einer ehrenvollen Erwähnung bedacht und stellt jetzt in seinem Pavillon eine andere Komposition von ihm aus, mit dem Titel »Die letzte Wegstrecke«. Aber Paris ist zu vernarrt in spanische Klischees, um den Beitrag des jungen Genies zu beachten. Übrigens hat er selbst kein Interesse an dem Pomp der offiziellen Pavillons und widmet sich lieber den spannenderen Nebenschauplätzen der Ausstellung. Das große Tor der Place de la Concorde öffnet sich auch auf ein anderes Paris, das Paris der Vergnügungen. Picasso skizziert seine katalanischen Freunde und die schönen Frauen von Montmartre, die ihn mitnehmen auf den Hügel, über einen Weg, dessen Stationen er sorgfältig notiert. Rue Gabriel 49. Das Atelier, das Isidro Nonel Picasso und seinem Freund Carlos Casagemas zur Verfügung stellt. Ganz in der Nähe die Moulin de la Galette, nicht weit davon entfernt diese zauberhaften Varietés, in denen die jungen Spanier mit Entzücken den berauschenden Duft der Pariser Nächte einsaugen. Sag Romeo, dass er verrückt ist, wenn er hier kein Lokal eröffnet, dass er rauben, töten, morden oder was auch immer anstellen soll. Hauptsache, er kommt her. Er kann ein Vermögen machen. Ein Quatre Gats hier wäre eine Goldgrube. Für Pablo Picasso, aufgewachsen und geprägt von der strengen iberischen Moral, ist die Entdeckung eines Universums, das sich einzig von seinen Instinkten leiten zu lassen scheint, ein Schock, eine regelrechte Erschütterung. Natürlich wird er nach Barcelona zurückgehen, natürlich wird er in Madrid malen, aber von diesem Moment an weiß er, hier in Paris muss er Beachtung finden, um im Zentrum des Universums zu sein, im Zentrum seiner selbst. Tod eines Freundes. Das Leben. Das Leben. Nicht ich habe mir diesen Titel ausgedacht. Es sind keine Symbole, die ich mir zu malen vorgenommen habe. Ich habe einfach Bilder gemalt, die vor meinen Augen auftauchen. Sollen andere einen verborgenen Sinn darin entdecken? Für mich spricht ein Bild für sich selbst. Ich sage nicht alles. Aber ich male alles. Schlagen wir Le Cours de Paris von diesem 17. Februar des ersten Jahres des neuen Jahrhunderts auf. Nur eine Schlagzeile. Der Karneval, der sich auf den Straßen der Hauptstadt abspielt, mit den Königinnen für einen Tag. Auserkoren von wohlhabenden Geschäftsleuten. Zweites wichtiges Thema, die Hochzeit von Paul de Chanel, seines Zeichens hartnäckiger Junggeselle, Kammerpräsident und zukünftiger Staatspräsident. Der Schneiderstreik, der unserer Haute Couture schaden könnte, kommt mit 5 Zeilen aus. Und die verflossene wunderbare Weltausstellung löst sich langsam in Schutt und Asche auf. Die Pariserin, die das große Tor der Concorde krönte, wird eingeholt und geht symbolträchtig am Boden zu Bruch. Königin Victoria ist gestorben. Die Wochenschau zeigt die Bestattung. Die Rubrik Veranstaltungen kündigt Polaire im Musiktheater Scala an. Pablo Picasso hatte sie im Jahr zuvor im Theater gemalt. Im Eldorado beklatscht man Dranem, der den Modesport Jiu-Jitsu in einem seiner idiotischen Chansons vorstellt. Und die Liste dieser Etablissements ist lang. Hier entsteht der Mythos einer überschäumenden, frivolen Belle Époque, in der man sich nicht um Moral scheren, das Bein möglichst hoch schwingen und das Leben in vollen Zügen genießen will, um jeden Gedanken an einen drohenden Krieg zu verdrängen. Der Montmartre der Dichter und Sänger überlebt rings um die Place Pigalle. Henri Fieucy hat das Chat Noir übernommen und lässt sich zusammen mit Froxon, dem Charmeur am Piano, filmen. Und Yvette Guilbert feiert ein lang erwartetes Comeback. Natürlich berichtet die Spalte Vermischtes in dieser Ausgabe des Echo de Paris noch nichts über einen Vorfall an der Place de Clichy. Aber heute, ein Jahrhundert später, wissen wir, dass das Ereignis, das am folgenden Tag mit wenigen Zeilen erwähnt wird, zumindest für die Kunstgeschichte, die uns hier interessiert, von größter Bedeutung ist. Hier, fast unter der Fassade des Hippodrom, des späteren Gaumont-Palast, an der Ecke Passage und Boulevard de Clichy, in einer Gaststätte, die ihrerseits L'Hippodrom heißt, hat sich ein junger Mann, zum Entsetzen seiner Freunde und zum panischen Erschrecken der Gäste,
eine Kugel in den Kopf geschossen. Dieser junge Mann ist Carlos Casagemas, Pablos geliebter Freund, der vor 14 Tagen nach Paris zurückgekehrt war, während Picasso Barcelona verließ, um sich in Madrid niederzulassen. Casagemas, immer wieder in Skizzen festgehalten, mal mit ihm selbst oder aber allein und nachdenklich wie eine Figur von Dostojewski. Casagemas, der sich im Beisein seiner Freunde Manolo Hugué und Manuel Pallares, zwei anderen Malern der Picasso-Bande, umgebracht hat, weil seine Liebe zu dieser hier von ihm gezeichneten Frau, der schönen, flatterhaften Germaine Gargalo, nicht erwidert wurde. Der düstere, in sich gekehrte Casagemas, beunruhigt durch die überbordende Sexualität Picassos, dieses Sinnenmenschen, der solche quälenden Fragen ignorierte und ihn unermüdlich in die Bordelle mitnahm, wo er, wie Lautrec, Motiv und Anregung fand. Als Picasso 4 Monate nach dem Drama wieder nach Paris kommt, macht er Germaine zu einer seiner Geliebten, hier, 10 Schritt entfernt von der unheilvollen Gaststätte, in Casagemas Atelier. Vielleicht wollte er so die Erschütterung bannen, die dieser Selbstmord in ihm hervorgerufen hat. Und wenn man den Fotografien glauben darf, hier zwischen seinem Händler Pedro Magnac, dem Besitzer des Ateliers, und Antoni Torres Fuste, einem anderen katalanischen Maler, lässt in dem bereits berühmten stechenden Blick nichts auf Kummer oder Gewissensbisse schließen. Was macht Picasso also an diesem 17. Februar 1901? Er ist in Madrid, ganz damit beschäftigt, sich einen Platz zu erobern in einer arroganten Hauptstadt, die wenig geneigt ist, sich von Schöngeistern aus Barcelona beeindrucken zu lassen. Mit Francisco de Assis Soler gibt er die Zeitschrift Arte Joven heraus, die sich als Sprachrohr neuer Ideen versteht und nur 5 Ausgaben erlebt. Aber vor allem malt er. Stark geschminkte Hetären in einem Harnisch aus Seide, Blumen und Federn, wie diese Dame in Blau, die höhnisch lacht in ihrem überladenen Gepränge. Übertrieben elegante Frauen auf der Rennbahn, mondäne Figuren, wie sie Fandongen zum Erbrechen zelebrieren wird. Aber die Pinselführung ist da, gebieterisch, majestätisch. Und auch dieser von Goya geerbte Sarkasmus, wie bei der Tänzerin. Was geht in Picasso vor, als er im Sommer 1901 von seinen halbmondänen Bildern ablässt, um die Heftigkeit eines Van Gogh wiederzufinden, in der brennenden Erinnerung an den armen Casagemas? 3 Porträts des Toten entstehen, vom schrillen Orange bis zum kalten Blau, vom Zorn zur Besänftigung bis zu innerer Ruhe. Er stellt sich die unheilvolle Szene vor. Er erlebt sie. Er will sie ins Sakrale erheben. Wie immer geht er verbissen an die Arbeit, trägt die Skizzen in seinen Heften zusammen. So entsteht das Begräbnis Casagemas, eine Parodie auf das Begräbnis des Grafen Orgaz von El Greco. Die Seele des Selbstmörders entschwebt in Form einer schönen nackten Frau in irgendein hypothetisches Paradies zwischen einer Gruppe von Huren und dem Bild der untröstlichen Mutter. Das weiße Pferd trägt den Freund fort zu einem Firmament, das schwer ist von Gewittern. Aber damit nicht genug. Im Mai 1903 nimmt sich Picasso seine letzte Wegstrecke vor, die Casagemas und er 1900 im spanischen Pavillon betrachtet hatten. Er stellt das Bild hochkant, entfernt das Gesicht des Todes und ersetzt es durch das Leben, so nennt er das Gemälde. Die übermalte letzte Wegstrecke wird erst 1978 bei einer Radiographie wiederentdeckt. Das Paar der Lebenden links hat die Gesichter von Germaine und ihm selbst, Pablo Picasso. Aber Carlos Casagemas, der zunächst sein Geschlecht ohnmächtig und schamvoll mit den Händen verdeckt und es dann unter einem Tuch verbirgt, triumphiert in der endgültigen Komposition. Man hat die monochrome Phase bei Picasso stets unter psychologischen Gesichtspunkten betrachtet. Die blaue Periode als Reaktion auf den Selbstmord von Casagemas. Picasso trauert, sein Vorbild ist El Greco. Es folgt die rosa Periode. Er entdeckt das Leben wieder, die Liebe, Fernand, die Sexualität. Und dann stellte man fest, dass die rosa Periode Ocker werden und sich in die Periode von Gosol verwandeln konnte.
Dieser rein biografische Zugang zu dem Werk erscheint mir doch sehr einseitig. Ich glaube, Picasso war von den Techniken des 20. Jahrhunderts begeistert. Und nicht im futuristischen Sinn. Es ging ihm nicht um dieses schneller, höher, weiter. Ihm ging es um alles, was den Blick schärfen konnte. Die Bildhauerkunst der Welt. Er interessierte sich für alles, was Volkskunst war. Und auch die Fotografie war eine Volkskunst. Wir haben Filme vor allem in Blau. Und wahrscheinlich fühlte sich Picasso, der sich sehr für das Kino und die Volkskunst in all ihren Formen interessierte, angesprochen von diesen Experimenten im Bereich der Fotografie und des Kinos. Ich meine, es ist an der Zeit, die Monochromie bei Picasso, die blaue, die rosa Periode und selbst die ockerfarbenen Monochromien der kubistischen Periode unter dem chromatischen Raster der Medien vor dem Ersten Weltkrieg zu betrachten. Das Leben in Blau. Warum soll man den Erfolg Erfolgsmalern überlassen? Wo steht denn geschrieben, dass der Erfolg immer nur denen gehören soll, die dem Publikum schmeicheln? Ich habe beweisen wollen, dass man allen und allem zum Trotz Erfolg haben kann, ohne Kompromisse zu machen. Mein Erfolg als junger Maler ist mein Schutzwall gewesen. Die blaue und die rosa Periode waren die Paravents, hinter denen ich sicher war und tun konnte, was ich wollte. Alles, was ich wollte. Pablo Picasso begibt sich im April 1904 wieder nach Paris. Diesmal in Begleitung von Sebastian Junior Vidal, einem Maler und Sammler, der zudem ein Bekleidungsunternehmen geerbt hat. Es ist Picassos dritte Pilgerfahrt nach Paris, neben der von 1900 und von 1901. Und diesmal ist es endgültig. Nach einigem Suchen lassen sich die Freunde auf dem Montmartre nieder, im seither mythischen Bateau Lavoir, wie Max Jakob es nennen wird. Eine regelrechte Anlaufstelle für Katalanen, die Picasso auf Fotos festhält. Außer Junior Vidal die beiden Malerfreunde aus Barcelona, Ramon Pichot und Ricardo Canals. Mit seinem architektonisch willkürlichen Bauwerk wirkt der Montmartre noch wie ein verschlafenes Nest rund um seine Mühle. Natürlich wagt sich kein Tourist hierher. Und Picasso fühlt sich bereits als König einer kleinen Gemeinschaft, deren Eskapaden das verständnisvolle Proletariat in den benachbarten Straßen nicht weiter aufregen. Am Abend begibt man sich gemeinsam zum Nordhang ins Lapin Agile, ein altes Ausflugslokal bewacht von einem Feigenbaum, einem großen Hund und einem Esel und geführt von einem bärtigen Gitarrenspieler, Fredé. Hier findet Pablo die Anregung für seine ersten Harlekine und Absinthtrinker, die als Gaukler verkleidet sind. Und die sogenannte blaue Periode gelangt hier zum Abschluss mit den Prostituierten, die im Gefängnis Saint-Lazare schmachten, und den armen, ausgemergelten Figuren, die schlotternd am Ufer des gleichgültigen Meeres stehen. Aber wo findet der junge Maler die anderen Motive für seine Bilder? Melancholische Athleten und kränkliche junge Mädchen, die wieder und wieder ein Bild des Elends bieten? Da, wo die Zigeuner kampieren? Oder auf dem Boulevard Rochechouart, wo ein noch unbekannter Clown namens Grock die schönen Abende im kleinen Zirkus mit Ranaud bestreitet, den Picasso so gern besucht, um sich den einfachen Freuden der Manege hinzugeben? So entstanden zweifellos die zerlumpten und zugleich erhabenen Jahrmarktskünstler. Am 25. Februar 1905 wird das große Fest der Freude und des Elends in der Galerie Serrurier eröffnet. Aber niemand kauft damals diese Bilder, in denen eine meisterhafte Poesie herrscht, die von Guillaume Apollinaire inspiriert ist. Einem der wenigen, die sich von der Ausstellung begeistern lassen. Sie jonglieren mit runden oder eckigen Gewichten, ihre Trommeln sind golden bereift,
Der Bär und der Affe sind so weise und erbetteln Geld auf ihrer Reise. Picasso ist seinem ersten französischen Dichter 1901 begegnet. Dessen Porträt hat er aber mit der blauen Mutterschaft übermalt, die wohl besser verkäuflich war. Dieser Dichter ist Max Jakob, der wie Picasso den Montmartre zu seiner Wahlheimat erkoren hat. Die erste Skizze seines Gesichts zeichnete er auf dem Briefbogen einer Gaststätte am Boulevard de Clichy. So beginnt eine innige Freundschaft, vertieft durch Briefe aus Spanien oder anderswoher, durch tausend Aufmerksamkeiten und Geschenke und, erstellt von Max Jakob, der sich in okkulten Wissenschaften auskennt, durch ein Handdiagramm Pablos. Feuriges Temperament, prachtvolle Herzlinie, zahlreiche Liebesaffären, grausame Enttäuschungen. Begabt in allen Künsten, kann er auf Glück hoffen. Apollinaire tritt 3 Jahre später in Picassos Leben ein, in einem Lokal in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare, der Austin Fox Bar. Spontane gegenseitige Zuneigung, permanenter Ideenaustausch und begeisterter Briefwechsel. Unzählige Freundschaftsbeweise in Form von Karikaturen. Guillaume als Birne, Guillaume als Kaffeekanne, Guillaume als Soldat, Guillaume als Athlet, Guillaume als Duellant, Guillaume beim Scheißen, Guillaume als Matrose. Guillaume als Artillerist. Guillaume als Akademiker. Guillaume als Papst. Ist er nicht der Papst der neuen Denkweise? Ein anderes wichtiges Gesicht in dieser Periode gehört dem Dichter und Journalisten André Salmon, dem Pablo die Ehre eines Porträts erweist und der sich zu dessen beredtem Chronisten macht. Dans cet atelier misérable, j'ai vu un homme vêtu de bleu, le bleu des ouvriers parisiens, costume qu'elle a gardé longtemps. Le jour-là, il avait un pinceau d'une main et une bougie de l'autre. Il peignait dans la nuit. Und dann die zahlreichen Frauen. Oh, die Liebesaffären, schreibt Pablo an Max und zitiert die Worte von Amour Fragile, des Sängers Fraxon, der einen großen Platz in seinem Gefühlsleben einnehmen wird. Germaine, Madeleine, Blanche, Jeanne und sicherlich noch viele mehr. Und Alice, damals noch nicht die Frau von André Derain. Sie erinnert sich. C'était un jour que je lisais un livre qu'Apollinaire apportait. C'était l'Anti-Justine et c'était une édition du Temps. Comme tout le monde voulait le lire, il l'apportait chez Picasso. Puis on venait chacun son tour lire ce livre. Une fois, j'ai vu une malle au milieu de l'atelier. Et derrière la malle, assise sur un divan très bas, à le haut d'un visage. C'était une charmante personne, une très belle fille, qui s'appelait Fernande. J'ai connu Picasso vers 1902 ou 3. Picasso habitait sous la Grande Porte, l'atelier au rez-de-chaussée au fond, et moi j'habitais un atelier sur la place. Et naturellement, j'étais assez jolie fille. Tous les peintres, tous les Espagnols me regardaient, parlaient entre eux. Et un jour, Picasso, il s'est pris d'audace, il est venu vers moi, il avait un tout petit chat dans les mains. Il m'a dit, le voulez-vous? J'ai dit, ma foi, oui. Et comme il commençait à pleuvoir, je suis entrée chez lui. L'orage, vous savez, ça vous incite à bien des mouvements qui ne sont pas très... Nous avons vécu là, tant bien que mal, avec beaucoup de monde, Apollinaire, Salmon, Max Jakob, naturellement. Et la table était ouverte. Avec 3 francs, je faisais la tambouille pour tout le monde. De temps en temps, il y avait Olivier Sincère, conseiller d'État, qui venait frapper le matin. Et naturellement, nous levions tard. Alors notre brave concierge, qui aimait beaucoup ces artistes, « Ouvrez, ouvrez, monsieur Picasso, c'est sérieux, c'est sérieux !» Alors Olivier Sincère arrivait avec son chapeau de forme et puis il partait toujours en laissant 200 ou 300 francs. Alors pour nous, c'était pactole.
So ermöglicht ein würdiger Staatsrat, der die aufgeklärte Kunst liebt, das sorglose Leben der Liebenden im Bateau Lavoir. Doch das Geld ist schnell ausgegeben auf diesem Boulevard. Von der Kneipe ins Tingeltangel, vom Zirkus ins Restaurant und zum Schluss vielleicht in die Abbaye de Thelème, ein sehr beliebtes Nachtlokal, die Perle der Place Pigalle. C'est chez Picasso vers 1904 que je fis la connaissance de Guillaume Apollinaire. Il arriva un jour chez Picasso comme nous nous préparions à aller dîner au Lapin Agile avec Marc Jacob et il se joignit à nous. Je fus d'abord surprise par le contraste qu'il y avait entre la tenue de Guillaume et notre tenue, nos tenues plutôt bohèmes à nous. Il avait l'air d'un bourgeois cossu. D'ailleurs, ne venait-il pas quelquefois dans l'automobile de sa mère? Guillaume nimmt seinen Freund Pablo, den Bauern von Montmartre, mit in die Stadt ans linke Seineufer nach Montparnasse. Dort trifft Pablo in einem kosmopolitischen Gewimmel viele der Menschen, die ihn sein Malerleben hindurch begleiten werden und die es hier in die Closerie de Lilas zieht, angelockt durch die damals berühmten symbolistischen Dichter Paul Fort und Jean Moreas. Der Sommer kommt und mit ihm der spanische König Alfons XIII., hier gefilmt mit der königlichen Familie in Madrid. Präsident Poincaré erweist ihm die Ehre im Élysée-Palast und Paris jubelt. Der Spanier Pablo Picasso entscheidet sich dagegen in diesem Moment für eine Reise in den Norden. Tom Schilperoth, ein junger Holländer, den er beim Nachbarn Van Dongen getroffen hat, lädt ihn ein, in der kleinen Stadt Schuil eine Erbschaft durchzubringen. Picasso füllt wieder einmal seine Hefte mit wunderbaren Skizzen. Wie schön, wie hochgewachsen und klassisch geformt diese Holländerinnen sind. Und wie billig und fremd ihm plötzlich seine blutleeren Harlekine und Kolumbinen erscheinen. Aber er muss zurück nach Paris, das immer noch beherrscht wird von den akademischen Meistern, die unerbittlich alle Horizonte abriegeln. Der allmächtige Léon Bonnat oder Fernand Cormand, bei dem Fernand Modell sitzt. Für sie sind die Maler von Montmartre weiter nichts als Refusé, Abgewiesene. Nichts passiert in diesem Salon von 1905, bei dem wieder einmal nahezu fotografisch der Eitelkeit der Wohlhabenden Rechnung getragen wird. Gipfelnd in den zu sorgfältig ausgeführten Porträts jenes Paul César Helleu, der den Beinamen Dampf Watteau nach seinem berühmten Vorbild Antoine Watteau erhalten hat. Van Gogh ist vor 15 Jahren gestorben. Wer hört seine große Stimme? Paradoxerweise naht die Rettung mit dem türkischen Bad von Ingres aus dem Jahr 1959, das der Salon nach 45 Jahren Heuchelei endlich auszustellen wagt. Picasso erkennt darin die Linien einer noch nicht ausgesprochenen Formel, den Traum einer von den Gesetzen der Perspektive befreiten Malerei, jenseits der moralischen Regeln. Und Picasso entdeckt diese primitiven iberischen Statuetten, die er 1907 dem Sekretär Apollinaires, Géry Pierret, abkauft. Ja, es ist ein Sturm, der hier im zwanghaften Klima des Salons von 1905 seinen Ausgang nimmt. Und Picasso, man ahnt es, kehrt beinahe berauscht ins Bateau Lavoir zurück. Was zählt für ihn, der gerade vom Blitz des Himmels getroffen wurde, jetzt noch das graziöse Elend eines soeben vollendeten Bildes, junges Mädchen mit Blumenkorb? Und doch verdankt er diesem Bild, dass ich morgen seine eigene Revolution vollziehen kann. Der Fluss und seine Quellen. Warum sollte ich verwerfen, was mir die Gnade schenkte, zu mir selbst zu finden? Es genügt nicht, die Arbeiten eines Künstlers zu kennen. Man muss auch wissen, wann, warum, wie und unter welchen Bedingungen er sie schuf. Es wird sicher eines Tages eine Wissenschaft geben, vielleicht wird man sie die Wissenschaft vom Menschen nennen, die sich mit dem schöpferischen Menschen befasst, um neue Erkenntnisse über den Menschen im Allgemeinen zu gewinnen. Ich denke oft an diese Wissenschaft. Und es ist mir wichtig, der Nachwelt eine möglichst vollständige Dokumentation zu hinterlassen. Eines Tages im Sommer 1907 sucht ein 23-jähriger Kunsthändler aus Stuttgart, der gerade einen bescheidenen Laden in der Rue Vignon eröffnet hat, die Rue Ravignan auf. Er heißt Daniel Henry Kahnweiler. Der deutsche Sammler Wilhelm Ude hat ihm von diesem merkwürdigen, faszinierenden Spanier erzählt, der auf dem Montmartre gerade ein großes Bild nach assyrischer Art in Arbeit hat.
Dieses Versprechen eines neuen Ninive am Hang des Montmartre reizt Kahnweiler genug, um sich über die Treppe des Bateau Lavoir hinunter in Picassos Atelier zu bemühen. Il y avait un très gros chien, une très belle femme. Il y avait des toiles roulées ou sur châssis qui traînaient partout, des dessins qui traînaient sur un canapé défoncé. Il y avait un poêle à côté duquel les cendres s'accumulaient en lave. Et il y avait ce grand tableau qui a été le point de départ du cubisme des demoiselles d'Avignon. Picasso hatte es tatsächlich gewagt, sein Projekt auf die Leinwand zu übertragen und, wie Pierre Reverdy sagen wird, seine enormen Kenntnisse in den Wind zu schlagen, um sich zum Lernen, zum radikalen Neubeginn zu zwingen. Ein Schritt, der die Unterstützung eines Amerikaners in Paris findet. Leo Stein, der zusammen mit seinem Bruder Michael und seiner Schwester Gertrude die revolutionärsten Gemälde von Henri Matisse sammelt, der 1905 beim Händler Clovis Sagot das junge Mädchen mit Blumenkorb erstanden und zuvor bei Ambroise Vollard Bilder von Renoir, Gauguin und Cézanne ausgewählt hatte. Vollard hatte Picasso bereits 1901 gut verkauft und er wird auch einen Teil seiner Produktion von 1906 und 1907 erwerben. Wir savions que Vollard devait venir. J'étais chez Max Jacob, tandis que le père Vollard descend dans un fiacre au bas des marches en Trévaux-13 chez Picasso. Et on a vu le père Vollard faire plusieurs voyages pour empiler des toiles dans le fiacre découvert. Et on s'est précipité à l'atelier où on a fêté ça. Aber es ist wohl Gertrude, die Picasso am besten versteht und am meisten schätzt. So sehr, dass sie ihr Porträt bei ihm in Auftrag gibt. Schließlich ist es ihr Traum, der Picasso der Literatur zu sein. Nach 90 Sitzungen gibt Picasso auf. Gertrude will Picasso unbedingt Matisse vorstellen, den Schöpfer dieser Frau mit Hut, die sie und ihr Bruder beim Skandal um den Käfig der Wilden im Salon von 1905 begeistert erworben haben und von dem auch die Lebensfreude stammt. Ein Bild, das bei den Unabhängigen dieses Jahres 1906 triumphiert. Picasso kaschiert Gertrudes Gesicht und leistet sich für das Geld, das er von Vollard erhalten hat, eine Spanienreise mit Fernande. Mitten in dieser Krise, als er noch vor dem Bruch mit seinem schönen Ruf als Beobachter des pastellfarbenen Elends zurückschreckt, braucht Picasso die Einsamkeit, die Ruhe einer endlos leeren, ausgedörrten, ockerfarbenen Weite. Und all das findet er in dem hochgelegenen katalanischen Dorf Gusol. Ein paar Tage nur und Fernand verwandelt sich in eine attische Nymphe. Und nun nimmt Pablo es mit der Lebensfreude und sogar mit dem türkischen Bad auf. Er malt den Harem. Beeindruckt von dem Primitivismus der romanischen Jungfrau in der Kirche von Gusol, beginnt er, die Gesichter auf Masken zu reduzieren. Jetzt kann er ins Bateau Lavoir zurückkehren und sich wieder dem ausgelöschten Gesicht von Gertrude zuwenden. Er hat die Lösung gefunden. Allen, die einwenden, das Modell könnte empört sein, schmettert er sein berühmtes "Ihr werdet sehen, am Ende wird sie dem Bild ähneln" entgegen. Und wieder einmal hatte er richtig gesehen. Etwas Unerhörtes wird ihm bewusst. Der Auftrag, allen die Stirn bieten zu müssen, die Gewissheit, allen zum Trotz, Recht zu haben. Paul Cézanne stirbt im Herbst. Im Salon zwingt die Gauguin-Retrospektive Picasso, aber auch Matisse und Derain zur Revision, zur Radikalisierung. C'est le moment où la réalité est sentie comme une menace extrêmement proche, proximité du danger. Es war die Zeit, in der die Wirklichkeit als eine ganz nahe Bedrohung wahrgenommen wurde. Man spürte die nahende Gefahr. Deshalb wurde die Kunst, die man bis dahin als Heiligtum, als Ablenkung, als Zerstreuung der Sinne betrachtet hatte, in den Händen Picassos zu einer machtvollen Waffe gegen die bedrohliche Wirklichkeit. Und mit den Demoiselles d'Avignon vor allem gegen die sexuelle Wirklichkeit.
In einer Zeit, die AIDS noch nicht kennt, aber sehr wohl die Verheerungen durch die Syphilis, ist der Zugang zu den Frauen noch ungeheuer geprägt durch, nicht nur durch die Krankheit, es ist mehr als das. In dieser Epoche des Fin de siècle, mit ihrer Dekadenz und ihrem Symbolismus, hat die Frau so etwas wie einen unheilbringenden Nimbus. Sie ist die Hexe, die Trägerin des Bösen. C'est la sorcière, c'est la porteuse du mal. Picassos Beziehungen zu den Frauen sind in dieser Zeit bereits äußerst konfliktgeladen. Was er in Paris erlebt, in diesem Milieu des Montmartre, in dem er gelandet ist, der Tod seines ersten Freundes Casachemas, bewirkt, dass er plötzlich die Realität und vor allem das Andere in Form des weiblichen Geschlechts als feindlich empfindet. Die Malerei wird für ihn eine Art Exorzismus, er selbst spricht von Exorzismus, dient ihm als Abwehr und Panzer, um sich vor dieser feindlichen Realität zu schützen. Les Demoiselles d'Avignon, das war zunächst und vor allem eine Bordellszene, aus der er die Männer, die anfangs noch sehr präsent waren, im Lauf der Arbeit verbannt hat. Und das können wir anhand der Skizzen verfolgen, die Picasso wie gewohnt sammelt, ehe er sein wildestes Gemälde in Angriff nimmt, das für ungeübte Betrachter am stärksten improvisiert wirkt. Es liegt natürlich in der Natur von Picassos Arbeit, in Etappen vorzugehen, wie es auch bei einer Radierung verschiedene Etappen gibt. Er kann also ein Werk in jedem Moment seiner Metamorphose wieder aufnehmen und entscheiden, dass er darüber nicht hinausgehen will. Das ist ein beständiger Prozess der Erneuerung, wie das Leben, wie die Biologie. Und in diesem Punkt ist Les Demoiselles d'Avignon tatsächlich ein grandioses Meisterwerk, ein schwieriges, unzugängliches, unvollendetes Meisterwerk.
inachevé. Jedenfalls sind die Reaktionen der Freunde denkbar gemischt. Sogar bei Apollinaire, der nur zustimmen kann, als Félix Fénéon Picasso spöttisch rät, sie sollten Karikaturist werden. Braque, amené devant ce tableau, a dit qu'il lui semblait que c'était comme si on buvait du pétrole pour cracher du feu. Et Dorin m'a dit à moi-même qu'on trouverait Picasso pendu devant ce tableau-là un jour, tellement cette aventure paraissait désespérée. Von Seiten der Steins erfährt Picasso die meiste Unterstützung. Weniger bei Leo, der ebenfalls abgeschreckt ist von den Demoiselles, als bei Gertrude und der Frau, die ihre intime Freundin werden wird, Alice Toklas, die soeben aus den Vereinigten Staaten eingetroffen ist. Am 6. Oktober 1907 verlassen die beiden Frauen ihr museales Heim in der Rue de Fleurus und begeben sich in die Rue Ravignan. Dort entdecken sie verblüfft dieses enorme Gemälde, diese seltsame Masse aus Licht und düsteren Farben, diese Demoiselles, die so genau den Worten zu entsprechen scheinen, mit denen Gertrude Picasso beschwor. Lassen Sie das 19. Jahrhundert hinter sich, seien Sie der Maler des neuen Jahrhunderts. Aber sie entdecken nicht, dass die Demoiselles ihrerseits mit den drei Frauen konfrontiert sind, die der Maler damals zu vollenden sucht. Für Picasso eine so bedeutende Komposition, dass er sie zum beständigen Hintergrundbild seiner Fotografien macht. Beim Freund Salmon, bei Fernand, die das Töchterchen der Van Dongens auf den Knien hält. Dank dieser Fotomarotte können wir das Atelier im Bateau-Lavoir besuchen und den Zustand der Arbeiten eines Picasso verfolgen, der mitten in seiner schöpferischen Vehemenz ist. Denn jetzt ist für ihn der Augenblick gekommen, die Dinge in ihrer Gesamtheit zu zeigen, mit all ihren Ansichten, aber auch von innen, als ob das Bild sich autark zu bewegen vermöge. Es kommt der entscheidende Moment, in dem der Mann auftaucht, der von nun an sein Gefährte, sein Vertrauter und sein Ansporn sein wird. Der Moment, in dem der Nachbar Georges Braque die Szene betritt. Picasso fotografiert ihn als Kellner, der Fernand den Aperitif serviert. Es ist auch der Moment, in dem Picasso den freundlichen und genialen Henri Rousseau, genannt der Zöllner, entdeckt, dessen autodidaktische Intuitionen nicht zufällig Eingang finden in seine neue Malweise. Picasso ersteht für 5 Francs das Porträt der Madame M., das er bis an sein Lebensende immer wieder betrachten wird, ebenso wie andere Bilder des Zöllners. Für den unverdorbenen, wunderbaren Rousseau organisierte im November 1908 im Bateau-Lavoir ein farbenprächtiges Bankett in Gesellschaft der schönen Fernand, Guillaume Apollinaires und dessen Geliebte Marie Laurencin. Auch André Salmon und Gertrude Stein sind dabei. Und Rousseau scheut sich nicht, vor den Demoiselles d'Avignon zu proklamieren: Wir sind die zwei größten Maler der Epoche. Ich im modernen, du im ägyptischen Genre. Es ist auch ein Abschiedsfest von der Rue Ravignan. Denn Fernand mit ihrem Hang zum Luxus hat sich durchgesetzt. Sie lassen sich in diesem ansehnlichen Haus am Boulevard nieder. Endlich ein Atelier, das einen Namen verdient. Und der Ruhm? Er wird sich bis nach Russland und in die Vereinigten Staaten ausbreiten. Aber Frankreich beachtet das nicht. Den Ruhm teilt er mit seinem Freund Braque. Sie sind die Pioniere eines Stils, den man Kubismus nennen wird. Und der nirgends schöner triumphiert als im Porträt von Braque, von Fernand, in den Porträts der Kunsthändler Wilhelm Uhde. Daniel Henry Kahnweiler. Und natürlich Ambroise Vollard. Die Lektion des Kubismus. Die Idee der Suche hat die Malerei oft auf Irrwege und den Künstler zu Hirngespinsten geführt. Diese Einstellung hat jene Maler vergiftet, die all die positiven und entscheidenden Elemente in der modernen Kunst nicht verstehen und sie veranlasst, das Unsichtbare und das heißt das Unmalbare malen zu wollen. Man hat mich verschiedener Sünden bezichtigt, doch keine dieser Beschuldigungen ist so unzutreffend wie die. Das Hauptziel meiner Arbeit sei Untersuchung. Beim Malen bedeutet Suchen meiner Ansicht nach gar nichts. Auf das Finden kommt es an. Unglaublich, aber wahr. Man hat die Mona Lisa gestohlen.
Eine Nachricht, die alle Sorgen der Woche, die Gluthitze oder die Krise in Marokko auf den zweiten Platz verweist. Die Zeitungen sind voll von dieser überraschenden Leerstelle über den Wandleisten des Louvre. Und schon stürzt sich das Kino auf diesen unverhofften Skandal. Wer wird den kühnen Dieb finden, der unser Nationalmuseum seines berühmtesten Schatzes beraubt hat? Und auch in den Revue-Theatern greift man das Ereignis auf. In La Cigale bringt Suzanne Marville einen vielbejubelten Sketch mit dem Thema »Der Seitensprung der Mona Lisa«. Ein Fotograf schlägt gar eine Reihe von Platzhalterinnen vor. Caroline Otero, Gabrielle d'Orsia, Polaire, Beatrice Dussan, Berthe Bovy, bis hin zu Miss Tinguette. Pablo Picasso kümmert sich vorläufig nicht um diese ganze Aufregung. Im Juli ist er der Hauptstadt und auch der frivolen Fernande entflohen, um seine Zeit in den östlichen Pyrenäen in der schönen Stadt Serré zu verbringen. Ferien nach der angespannten Arbeit dieser letzten Monate. Serré, seine Musikfestspiele in den Arenen unter der großartigen Leitung des Meisters Deodato Sévérac. All das findet natürlich sogleich Niederschlag in seiner Malerei. Sein alter Freund Manolo Huguet hat diese katalanische Oase des Friedens entdeckt, wo sich Frank Bertie Haviland zu ihm gesellt, ein junger Maler, den er bereits in seinem Atelier am Boulevard de Clichy fotografiert hat. Ein wahres Paradies in der Tat, mit Ausblick auf den Canigou und konkurrenzlos niedrigen Preisen. Lebhafte Gewässer, eine Eisenbahnbrücke, ein befestigtes Stadttor, ein antiker Waschplatz. Schöne Steinhäuser und Zypressen. Picasso ist begeistert und lässt sich in der Casa Alcouf nieder, bevor er das Patrizierhaus del Cross entdeckt und mietet, das man im Land zugleich das Haus der Kubisten nennt. Hier kann ihn nichts und niemand von der einzigen Sache ablenken, die zählt, die Malerei. Außer vielleicht seine Äffin Monina. Man geht sehr spät zu Bett, nach endlosen Abenden im Café Juste Affré, von wo aus Pablo ein paar beruhigende Briefe an Fernande schickt, die ungeduldig am Boulevard de Clichy wartet. Aber vor allem zeichnet Picasso wie immer unermüdlich. Er malt Serré auf eine Weise, dass Georges Braque seinerseits davon spricht, ihn dort zu besuchen. Mitte August kommt er tatsächlich und lässt sich mit seinem Freund Picasso auf einen ungewöhnlichen Wettstreit ein, bei dem ihre Werke sich überschneiden und miteinander ringen. Es ist ein Kampf unter Brüdern, fast unter Verliebten. Braque reagiert als getreuer Gefährte der Seilschaft mit den Dächern von Serré auf Picassos Landschaft in Serré. Kunst ausgeführt wie Boxsport. Ein edler Kampf ohne Hass, so wie ihn ihr damaliges Idol, der schwarze Champion Sam McVeer, praktiziert. Doch der Zweikampf hatte schon vor Serré begonnen. Picassos Häuser auf dem Hügel fanden ihr Echo bereits in Braques Schloss in La Roche-Guyon. Und beide werden sie in einem identischen Oval eine Frau mit Mandoline komponieren. Nous avions l'habitude de travailler comme les bons hommes de l'affiche du Ripollin. Beaucoup de ceux qui nous écoutent n'auront pas vu l'affiche du Ripollin, mais il y en a qui l'auront vu. Les peintres en blouse blanche et celui qui est derrière peint dans le dos de celui qui est devant. Picasso hatte, war das wirklich ein Spiel, die Uniform des einberufenen Georges Braque angelegt, als dieser im April einen Urlaubschein hatte. Rollentausch. Sie schießen jede Menge Fotos nebeneinander, übereinander, verschmelzen miteinander. Und doch?
Als wir in New York die Ausstellung Braque und Picasso, Pioniere des Kubismus, organisiert haben, in der zum ersten Mal ihre gesamten Werke der Periode vereint waren, haben wir bei der Hängung festgestellt, dass man sich nicht täuschen konnte. Bei Braque findet sich immer etwas, die Amerikaner haben ein Wort dafür, das schwer zu übersetzen ist, sie nennen es Painterly. Braque steht mehr für das Malerische. Picasso vereinfacht mehr. Er ist direkter. Ich sage das, um die Unterschiede deutlicher zu machen, denn wenn man nicht genau hinsieht, könnte man sich täuschen. Aber wenn man das Gesamtwerk betrachtet, stellt man fest, dass man einen Braque von einem Picasso unterscheiden kann, auch wenn sie sich sehr ähnlich sind. Dieser wunderbare Wettstreit wird leider am 23. August unterbrochen. An diesem Tag erfährt Picasso aus der Zeitung vom Raub der Mona Lisa. Na und? Nun, diese sensationelle Nachricht weckt in ihm eine unangenehme Erinnerung. Denn damit kommt der merkwürdige und verdächtige Géry Pierret ins Spiel, der sich in den Zeitungen rühmt, im Louvre gestohlen zu haben, was immer ihm gefiel. Darunter vor allem sehr schöne iberische Köpfe. Und eben diese hat er an Picasso verkauft. Géry Pierret avait volé les statuettes au Louvre, l'histoire est trop connue pour qu'on la cache, et Apollinaire a imaginé de les faire rendre d'une façon sensationnelle par Paris Journal, journal charmant auquel il collaborait vaguement. Alors ça, immédiatement la police s'est dit chez lui, on l'a coffré, et on disait c'est un Polonais qui a volé la Joconde, voilà comment on racontait ça. Der Freund Guillaume wird der Komplizenschaft und der Hehlerei beschuldigt. Er muss 6 bittere Tage hinter Gittern des Staatsgefängnisses Santé absitzen. Picasso selbst wird vor den Untersuchungsrichter zitiert. Er verlässt Serie überstürzt. Der allein in der Casa del Cross zurückgebliebene Braque verfügt nun über 2 Ateliers. Er arbeitet unermüdlich und beginnt Anfang September mit der Ausführung eines seiner Meisterwerke, der Portugiese. Picasso bleibt in Paris, wo der Herbstsalon mit seinem mittlerweile gut etablierten kubistischen Saal eröffnet wird. Er beteiligt sich nicht. Die Nachfolger, die Braque und ihn nachahmen, erregen sein Missfallen. Vor allem aber hat er die sanfte Eva Goël getroffen. Eva, ma jolie, meine Hübsche, wie in einem Lied von Fraxon. Was interessiert ihn da noch der Herbstsalon mit den ironischen oder hasserfüllten Reaktionen, von denen die Zeitungen überquellen? Denn der Kubismus wird zu einem einträglichen Geschäft vor einem fremden, feindlichen Hintergrund, mit dem sogenannte Humoristen besonders gerne spielen. Der Kubismus, oder das, was man dafür hält, wird populär. Prince Rigaudin, festangestellter Komiker der Firma Pathé, gibt dazu sein »Rigaudin kubistischer Maler« zum Besten. Nach und nach erobert dieser dekorative Kubismus unter dem spöttischen Blick Picassos die Architektur, die Mode und das Kino. Er bleibt der Unbeugsame, dessen Werke man filmt wie die eines Außerirdischen. Und der vor den Bildern eines Metzinger sarkastisch bemerkt: Ich dachte, wir würden uns amüsieren, doch jetzt wird alles wieder stinklangweilig. König Picasso. Allein. Ein Einzelgänger für immer und ewig. Und dennoch setzt er wie Braque seinen Weg fort, zerstört das Spielzeug des analytischen Kubismus, indem er es in seinem Aficionado mit diesen trivialen Versatzstücken mischt, die jetzt wie eine Flut in ihr Zwillingswerk einbrechen. Serré 1912, Serré 1913. Hierhin flüchtet Picasso vor Fernand, die droht, ihm zu folgen. Eva ist da mit Max. Ein Hin und Her zwischen der geliebten, kränkelnden Eva und vielen Stierkämpfen. Im fernen Paris erhalten die Freunde und Mäzene Gertrude Stein und Daniel Henry Kahnweiler Briefe voll von Herzensergüssen und Einkaufslisten. Braque ist mit seiner Frau Marcel und ihrem türkischen Hund nach Sorg ausgewichen. Aber der Wettstreit ist nicht vorbei. Die Zeitungsausschnitte, die Papier-Collé, vertragen sich gut mit der Reklame in ihren schreienden Farben. Es ist ein Fest der Malerei, berauscht von der zeitgenössischen Welt,
berauscht vom eigenen Rausch. Und alle wollen dabei sein. Auguste Herbin, Juan Gris, der mürrische André Derain, und der weise Henri Matisse. Juni 1914. Ein prachtvoller Sommer kündigt sich an. Und Georges Braque fährt mit dem Fahrrad in den Süden. Er verbringt einen schönen 14. Juli in Avignon mit den Freunden, auch wenn man weiter im Osten das dumpfe Grollen marschierender Armeen hört. Das schöne Abenteuer geht zu Ende. Morgen werden kubistische Motive militärische Ziele tarnen. Wenn man sich vorstellt, dass wir das erfunden haben, seufzt Picasso. Und die Kubisten werden als Erste die Welle des blinden Hasses zu spüren bekommen, die einem großen Teil der Intelligenzia zur Schande gereicht. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est l'époque admirable que cette époque a été pour nous, d'exaltation juvénile, de mépris des ennemis. À partir de cette époque-là, aucun des peintres que je représentais n'exposait plus dans des salons publics. Nous voulions éviter les rires de la foule dont nous ne voyons pas l'utilité. Je ne faisais plus non plus d'exposition dans ma petite galerie. Je me contentais d'exposer les tableaux, de montrer les tableaux. Quand un peintre avait fini une série de tableaux qui lui paraissaient prêts à être montrés, on la descendait à la rue Vignon et on l'accrochait. Il me paraît certain que si le cubisme a eu l'importance que je lui accorde, il fallait que ce ne soit pas un phénomène limité à la peinture. De quoi s'est-il agi au juste? D'une remise en question de beaucoup de choses, de façon à retrouver ce qui était éternel en peinture, ce qui était durable et ce qui n'était pas qu'habit d'époque. Il me semble bien que dans les autres arts, la même chose s'est passée. En musique, non pas en France, mais dans un pays qui suit la musique même, à Vienne, ce qu'on a appelé depuis les atonalistes, Schoenberg, Berg, Webern ont certainement accompli quelque chose d'analogue à ce que les peintres cubistes ont accompli. 2. August 1914. Picasso begleitet Braque und Derain, die einberufen wurden, zum Bahnhof von Avignon. Er ist Spanier. Er ist neutral. Und das zum allerersten Mal. Der Geist der Zeit. Die Fotografie kam wie gerufen, um die Malerei von aller Literatur, von der Anekdote und sogar von Inhalt und Motiv zu befreien. Die Aufgabe der reinen Abbildung kann jetzt von der Fotografie übernommen werden. Sollte der Künstler diese wiedereroberte Freiheit nicht nutzen, um andere Dinge zu schaffen? Aber ich lege Wert auf Ähnlichkeit. Ich lege Wert auf Ähnlichkeit, die profunder, realer als real ist und ins Surreale reicht. Im Herbst 1912 hat Pablo Picasso die Räume am Montmartre aufgegeben, um sich am linken Seineufer in Montparnasse niederzulassen, dem neuen Mekka der Moderne. Zunächst am Boulevard Raspail, dann in der Rue Schölcher, mit bester Aussicht auf den Friedhof Montparnasse. Die Hündin Fricka, seine geliebte Eva, die Unterstützung durch Daniel Henry Kahnweiler mit einem Dreijahresvertrag sorgen dafür, dass der Maler zu größerer innerer Ruhe findet. Unablässig hält er die Entwicklung seiner Arbeiten mit dem Fotoapparat fest, eine Marotte seit 1904. Die Form, die Formen haben den beengenden Rahmen der Leinwand gesprengt. Picasso ist ganz nebenbei und selbstverständlich auch zum Bildhauer geworden.
Aber all diese Musikinstrumente und Gitarren spielen nur für eine Person, für Eva. Picasso entlehnt aus einem Chanson Fraxens die Worte «Ma jolie», meine Hübsche, und bezeichnet damit für alle Zeiten die eine, die ihn versteht und inspiriert. Der Tod Evas im Dezember 1915 ist die zweite Tragödie im Leben Picassos, nach dem Selbstmord von Carlos Casagemas. Es fehlt nicht an Frauen, die ihn zu trösten versuchen, wie zum Beispiel Irène Lagueue. Oh bah oui, bah il a voulu m'épouser. Et à ce moment-là, je sais pas, il devait avoir l'autre femme, j'en sais rien, je sais pas. Die andere Frau, das ist Kabila Per, für die Picasso all seine Talente und Fantasie aufbietet und sich in Liebesbeteuerungen ergeht. Wer nun? Gabi oder Irène? Il passait tous les soirs, il frappait à ma vitre, à mon volet, tous les soirs avec son chien, il sortait sa chienne plutôt. Comment s'appelait? J'ai oublié. Irène entwirft für Georges Auric 1921 das Bühnenbild zu Les Mariés de la Tour Eiffel. Aber wir haben erst 1916 und die mondänen Größen wie der Couturier Paul Poiret lassen sich in der blauen Felduniform fotografieren. In Poirets Räumlichkeiten in der Avenue d'Antin organisiert André Salmon im Juli den Salon der modernen Kunst in Frankreich. Der Katalog gibt sich kosmopolitisch und wir lesen dort unter der Bezeichnung Spanier den Namen Picassos, der mit seinen Demoiselles d'Avignon vertreten ist, die nun 9 Jahre nach ihrer Ausführung endlich zu sehen sind. Irène Lagueue stellt dort unter anderem aus und Valentine, die damals noch nicht Hugo heißt, tritt in Picassos Leben, begleitet von Erik Satie. Aber ihre wahre Begegnung wird anlässlich von Parade stattfinden, jenem Ballett, dessen Entstehungsgeschichte sie von Tag zu Tag mit Briefen und Zeichnungen begleitet. Picasso einsam in seinem Atelier in der Rue Schölcher. Picasso düster und königlich. Die Löwin, wie man ihn in der kleinen Welt von Montparnasse nennt. Picasso, der sich vor seinen entstehenden Bildern, nicht uneitel, den Striptease eines bereits erkannten Genies erlaubt. Frankreich steht im Krieg. Der Februar hat Verdun und sein Massensterben erlebt, die Zeppeline über Paris. Aber trotz allem ist das Leben angenehm am Boulevard du Montparnasse. Auf der Terrasse der Rotonde skizziert Moishe Kiesling die ruhige Straßenkreuzung Vavin, das Lebensmittelgeschäft Azar und das Restaurant Bati, berühmt für seine Austernbank. Manuel Ortiz de Sarat, auch eine berühmte Figur des Montparnasse, macht eine kubistisch inspirierte Skizze von Picasso, am Tisch eben dieser Terrasse sitzend. La Rotonde ist der obligate Treffpunkt für alle wichtigen Leute im Viertel. Von dort aus betrachtet man die vorbeiziehenden Berühmtheiten. Wie auch Paquerette, das extravagante Mannequin aus dem Haus Poiret. Ihr ist es vor kurzem gelungen, Picassos Interesse zu wecken. Und sie ist seine aufsehenerregende Geliebte geworden. An diesem Tag hält auch Jean Cocteau das auffallende Aussehen der Paquerette in einer Skizze fest. Jean Cocteau, zurück von seinem Abenteuer als Sanitäter an der Front, hat die Gruppe skizziert, die an diesem 12. August 1916 um Picasso versammelt ist. À cette époque-là, il n'avait pas encore les cheveux ras, il n'était pas encore chaud, et les cheveux lui jaillissaient de partout, et le génie lui jaillissait de partout comme d'une pomme d'arrosoir. Il m'intimidait, il m'intimide encore. Verunsichert vielleicht, aber durchaus entschlossen, Picasso zu imponieren. Picasso m'a enseigné à courir plus vite que la beauté, je m'explique. Celui qui court à la vitesse de la beauté, son œuvre ne sera que pléonasme.
et cartes-postalisme. Celui qui court moins vite que la beauté ne fera qu'une œuvre médiocre. Celui qui court plus vite que la beauté, son œuvre semblera laide, mais il oblige la beauté à la rejoindre, et alors, une fois rejointe, elle deviendra belle, définitivement. Mit seiner Autographie Kodak Junior Nummer 1 fängt Cocteau diesen Tag ein, an dem das Schicksal Picassos und sein eigenes vielleicht eine neue Richtung nehmen. 13 Uhr vor der Rotonde. Hinter seinem Freund Picasso Max Jacob und in Uniform Henri-Pierre Rocher. Der zukünftige Autor von Jules et Jim führt einen amerikanischen Industrieauftrag in Frankreich aus, bevor er in die Vereinigten Staaten zurückkehrt. Wenig später ist die Gruppe vor der Metrostation Vavin angelangt. Sitzend Manuel Ortiz de Serrat, Picasso reckt den Arm einer Ankommenden entgegen. Es ist Marie Vassiljev, die jetzt mit den vier Freunden posiert. Sie hat in ihrer Wohnung in der Avenue du Maine eine gut besuchte Kantine für wenig betuchte Montparnasse-Anwohner eröffnet. Dort trifft man sich nach der Ausgangssperre und genießt die russischen Gerichte, die Marie mit Liebe zubereitet hat. Sie engagiert sich auch für das Rote Kreuz und bleibt bis zu ihrem Tod 1957 eine legendäre Figur am Montparnasse. 14 Uhr. Nach dem Mittagessen bei Batti nimmt Jean Cocteau, immer noch mit seiner Kodak Junior ausgerüstet, Pablo Picasso beim Überqueren des Boulevard du Montparnasse auf. Max Jacob verweilt vor dem Restaurant, während Picasso und Ortiz de Serrat sich in Richtung Rotonde entfernen. 14.30 Uhr. Picasso hat sich mit Paquerette an einem Tisch in der Rotonde niedergelassen. Hinter ihnen Marie Vassiljev. Jean Cocteau tritt einen Schritt zurück und fotografiert jetzt Picasso und seine Geliebte, sowie Moishe Kiesling, Max Jacob und Manuel Ortiz de Serrat. Kiesling legt seinen Arm um Paquerettes Schultern. Paquerette und Picasso sehen sich in die Augen. Alle begeben sich nach draußen auf den Bürgersteig. Es ist 14.50 Uhr. Kiesling und Picasso posieren am Karren eines Obst- und Gemüsehändlers. 15.30 Uhr. Amadeo Modigliani und André Salmon sind dazugekommen und nehmen Picasso in die Mitte. Modigliani lacht über einen Scherz Picassos gegenüber Salmon. Dann kniet Cocteau sich hin und fotografiert Picasso aus der Froschperspektive wie einen Gott. Ende der Reportage. Nicht zu Ende ist dagegen die Geschichte, über die diese wenigen Aufnahmen Jean Cocteaus nichts verraten. Eine Geschichte, die wichtiger ist als das gesamte Tagesgeschehen an diesem 12. August 1916. Der Beginn einer schrecklichen Epidemie, der spanischen Grippe und die anderen Ereignisse an diesem 740. Kriegstag, die natürlich erst in den Abendzeitungen des nächsten Tages Schlagzeilen machen. Denn für viele Freunde Picassos liegt der Montparnasse und seine Künstlerkneipen in weiter Ferne. Oder sie sind verwundet zurückgekehrt. André Derain, Georges Braque, Fernand Léger, Moishe Kiesling, Blaise Cendrars, dem ein Arm amputiert wurde. Und der teure, brave Guillaume, der den Krieg so berauschend fand, hat eine Schläfenverletzung und wird zwei Tage vor dem Waffenstillstand von der spanischen Grippe dahingerafft. In den folgenden Wochen erreicht Jean Cocteau sein Ziel. Er schafft es Picasso, ohne dass dieser seine kubistischen Experimente aufgibt, zu einer Reise nach Rom zu bewegen. Dort bereiten Sergei Diaghilev, der Chef des russischen Balletts, und sein Choreograf Leonid Massin ihre nächste Aufführung vor. Fern von Montparnasse posieren Picasso, Diaghilev, Massin und Cocteau in den Ruinen von Pompeji. Morgen wird Picasso nach einer Vorlage des jungen, unternehmungslustigen Dichters die Skizzen zu Parade entwerfen. Ein wenig später wird er den Malern bei der Ausführung des berühmten Bühnenvorhangs für das neue Ballett helfen. Dieser Bühnenvorhang, der für einen Moment Glauben macht, Picasso habe den Kubismus verraten, erhebt sich am 18. Mai 1917 im Pariser Châtelet vor einem der schönsten Skandale der Theatergeschichte.
Nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. » Picasso, homme de théâtre, décorateur de théâtre, c'est un personnage absolument fascinant et que tous ceux qui l'ont approché dans ces époques merveilleuses, qui étaient les époques dirigées, conduites par Diaghilev, eh bien, pour ceux qui ont approché Picasso à ce moment-là, évidemment, ça devient un souvenir, un de ces souvenirs qu'il est impossible de laisser disparaître dans une vieille boîte où on enferme des vieilles lettres. Pas du tout. Ça n'est pas une vieille lettre, ça n'est pas un vieux souvenir. Picasso est plus vivant que jamais. Et je crois que c'est ce qu'il faut dire, c'est que sa jeunesse demeure et demeurera toujours. Pour moi, c'est un des hommes les plus vivants, les plus jeunes et à jamais jeune, à jamais vivant. Nieder mit dem Stil. Ein bestimmter Stil kann den Maler über Jahre hinweg, manchmal sogar ein Leben lang, an die gleiche Vision, die gleiche Technik, die gleiche Formel fesseln. Ich bin ständig in Bewegung. Ich sehe mich um. Man ordnet mich irgendwo ein, aber ich habe mich schon gewandelt. Ich bin bereits woanders. Ich bleibe nie stehen. Nieder mit dem Stil. Hat Gott etwa einen bestimmten Stil? Seit Jean Cocteau und Sergei Diaghilev Pablo Picasso in seinem Schlupfwinkel in der Rue Schölcher aufgescheucht haben, hat sich eine entscheidende Veränderung in seinem gesellschaftlichen und künstlerischen Leben vollzogen. Der Rebell von Montmartre, der strenge Theoretiker des Kubismus in Serré und Montparnasse, hat sich in den eleganten Illustrator der Welt des Tanzes verwandelt. Tänzer, Tänzerinnen, aber auch Porträts von Diaghilev, Alfred Seligsberg, dem Direktor der Metropolitan Opera, von Leon Bax, dem Starbühnenbildner des russischen Balletts, oder dem Komponisten Erik Satie. Porträts auch von Igor Strawinsky, von dem Dirigenten Ernest Ansamé, von Leonid Massine, dem Lieblingschoreografen Diaghilevs. Picasso paraphrasiert die Fotos dieser Berühmtheiten und sieht sie in großem Stil auf rohem Silberpapier. Ingres lässt grüßen. Und dann fällt Picasso in der Balletttruppe eine gewisse Olga Koklova auf. Eine ungewöhnliche Begegnung für Picasso, der bis jetzt nur Modelle und emanzipierte Frauen kennengelernt hat. Er folgt ihr und dem russischen Ballett nach Spanien, in dieses Barcelona, das er seit 13 Jahren nicht mehr gesehen hat. Er will, dass die Ballerina ihn und sein Land kennenlernt. Er zeigt ihr den traditionellen Tanz Sardana, die Kulisse der Häfen und Strände, an denen er einst badete. Im Überschwang seiner jungen Liebe malt er vom Balkon seines Hotelzimmers aus das Kolumbus-Denkmal am Ende der Ramblas. Mehr noch. Er macht aus Olga eine typische Spanierin mit Schmachtlocke und Mantilla. Picasso vino a Barcelona con su esposa, con Olga, que era bailarina, y entonces yo quise entablar relaciones con su madre, que era una mujer admirable, pequeñita como él, con una gran personalidad, con unos ojazos. Yo no me atreví a saludar a Picasso, porque tenía un máximo respeto por él, pero en cambio frecuentaba a su madre, y la madre de Picasso me enseñó, recuerdo muy bien, en un espejo, que Picasso hizo unos grafismos con el jabón de afeitar. Eso me fascinó ya. Natürlich übernimmt Jean Cocteau die Rolle der Anstandsdame und des Vermittlers bei den delikaten Verhandlungen mit Olga. Denn Diaghilev hatte ihn bereits gewarnt. Sie ist noch Jungfrau, mein Lieber. Sie ist Russin. Du musst sie heiraten.
Und am 12. Juli 1918, als der Krieg nicht aufhören will und die Deutschen 70 Kilometer vor Paris stehen, wird Fräulein Olga Koklowa in der orthodoxen Kirche in der Rue de Rue die erste Madame Picasso. Der Bräutigam hat erlesene Trauzeugen: Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire und Max Jakob. Am Abend kehrt das junge Brautpaar zurück in den Pavillon in Montrouge, wo Picasso seit 1916 logiert. Dort malt er, seiner neuen Technik folgend, nach Fotovorlage ein Porträt Olgas in der Art von Ingres, dessen berühmte Losung, die Zeichnung ist die redlichste Darstellung, er buchstäblich respektiert, aber mit seinem Markenzeichen versieht. Und sei es nur durch den kargen, scheinbar nicht vollendeten Hintergrund. Danach Flitterwochen in Biarritz, in der Villa der steinreichen Chilenin Eugenia Errázuriz. Damit beginnt, was Max Jakob eifersüchtig die herzogliche Epoche Picassos nennen wird. Denn der Maler entdeckt dort nicht nur den Hunger nach Luxus und Ehrbarkeit seiner Frau, sondern auch die ganz neuen Vergnügungen, die Geld und Ruhm mit sich bringen. Olga steht jetzt allein im Zentrum von Pablos Inspiration. Aber es zählt auch das Ambiente. Getäfelte Wände und Stilmöbel, ausgewählte Freunde, unter Ausschluss der alten Kumpane aus der Bohème-Zeit. Il habitait la rue La Boétie entre Rosenberg, qui était son marchand, qui était numéro, je crois, 25, et Picasso était 23. Et Albert Schirra a pris un bureau en numéro 21, c'est-à-dire que Picasso était entre son éditeur, parce qu'il travaillait, il éditait en ce moment un des plus beaux livres illustrés de Picasso, Les Métamorphoses. Et il avait deux appartements, un duplex, dirait-on aujourd'hui, au troisième et quatrième étage. À quatrième étage, il avait son atelier, c'est-à-dire c'était un grand appartement avec cinq ou six pièces, et dans chaque pièce, Picasso faisait, dans une pièce, il faisait la gravure, dans l'autre, il peignait, il marchait sur un tapis de mégot, et alors, il ne laissait pas une femme de ménage entrer là pour faire de l'ordre, défense de toucher à la poussière, mais Picasso était chez lui. Unter Freund Brassai hat für die Ewigkeit die Höhle des Mannes auf Platte gebannt, der sich von nichts je getrennt hat. Par contre, l'appartement où régnait sa femme, Olga, c'était au troisième étage. Alors là, c'était un ordre tout à fait bourgeois, parce que sa femme était très bourgeoise et il voulait un appartement pour recevoir le monde de Paris. Et en effet, c'était l'époque mondaine de Picasso. Il sortait beaucoup à les réceptions, des concerts, des expositions. Olga begab sich nur nach oben, wenn sie für eins der unzähligen Porträts der Phase posierte, in der Picasso den Klassizismus eines Ingres mit der Massivität primitiver Skulpturen verband. Zeit der Zärtlichkeit. Im Januar 1921 wird ein Sohn geboren, Paul, der sogleich den Beinamen Paolo erhält. Ein kurzes Zwischenspiel des Glücks in einer Ehe, die sich unerbittlich auflösen wird. Für Paolo findet Picasso, wie jedes Mal, wenn sein Herz schmilzt, die Feinheit wieder, die manchmal dem Hübschen so nah ist, gegen das er sein Leben lang kämpfte. Aber dieses Hübsche ist keine Einbahnstraße. Es bereichert auch ein neoklassizistisches Meisterwerk wie diese Familie am Meeresufer, das wie der letzte Gruß an ein bereits verlorenes Paradies aussieht. Das Meer, das wahre Meer, schlägt gegen die Felsen dieser eleganten Küste, an der das Ehepaar Picasso seine Sommer in einem Kreis verbringt,
den man noch nicht Jet Set nennt. Die Fitzgeralds, die Murphys, die Beaumonts. Pablo fühlt sich eine Zeit lang von Sarah Murphy angezogen. Aber wie verträgt sich das mit der Rücksicht auf Olga? Er fotografiert beide zusammen und mischt dann, mit einer Technik, die er noch oft benutzen wird, die braven Porträts der Gattin mit denen der faszinierenden neuen Freundin. Bis Olga ganz verschwindet, hinter anonymen Frauen in Weiß, die niemanden täuschen. Inzwischen lebt Picasso seit 7 Jahren unter der mondänen Diktatur Olgas. Olga, die verrückt ist vor Freude, wenn sie ein neues Kleid für den Jahresball der Beaumonts anprobiert, auf dem Picasso ein wenig linkisch im Torero-Kostüm erscheint. Bei Etienne de Beaumont und seiner Frau Edith trifft sich jedenfalls alles, was der snobistische Graf zusammenholen kann, einschließlich Marcel Proust. Als Höhepunkt dieser Phase findet am 18. Juni 1924 in La Cigale die Premiere von Mercure statt. Der Graf will Parade übertreffen, mit Satin, Massin und vor allem Picasso, der für den Entwurf dieser plastischen Posen verantwortlich zeichnet, die in ihrer überzogenen Neuheit nur André Breton begeistern. 1932. Olga, unendlich traurig mit Paolo, der seine Erstkommunion feiert. Olga, die noch immer und lange Zeit vom altmodischen Prunk der Beaumont-Welle träumt. Aber der Graf und die Gräfin sind gealtert und Olga ist im Schatten des großen Mannes selbst nur noch ein Schatten, zänkisch und eifersüchtig. Die Scheidung verweigert sie hartnäckig bis zu ihrem Tod im Jahr 1955. Picasso kauft das Schloss in Bois-Geloux im Departement Eure. Er wendet sich wieder der Bildhauerei zu und braucht Platz. Aber Olga ahnt, dass er sich von Paris und von ihr trennen will. Stellt er nicht bereits jetzt in seinem Atelier weibliche Figuren auf, die zu engelhaft sind, um unschuldig zu sein? Und tatsächlich, eines schönen Tages 1927 trifft Pablo zwischen den Galerie Lafayette und dem Bahnhof Saint-Lazare eine junge 16-jährige Schönheit, Marie-Thérèse Walter. Und wie jedes Mal, wenn Blut und Geist Picassos in Wallung geraten, ändert sich seine gesamte Sicht der Welt und damit natürlich auch die Geschichte der Malerei. Das verliebte Genie. Es ist mein Pech und wahrscheinlich meine größte Freude, die Dinge so zu verwenden, wie Lust und Neigung es mir eingeben. Wie betrüblich für den Maler, der Blondinen liebt und sie nicht in seinen Bildern bringen darf, weil sie nicht zum Obstkorb passen. Ich verwende in meinen Bildern alle Dinge, die ich gern habe. Wie es den Dingen dabei ergeht, ist mir einerlei. Sie müssen sich eben zusammenfinden. Im Grunde zählt nur die Liebe, wie sie auch sei. Und man sollte den Malern die Augen ausstechen, wie man es bei den Stieglitzen macht, damit sie besser singen. Ja, das ist ganz Mama, meine seriöse Mama. Nein, vor allem meine Mama, was die Brüste angeht. Sie hatte Brüste so rund wie Äpfel und das hat mich mein Leben lang geärgert, weil meine nicht apfelförmig waren. Meine waren eher wie Birnen. Die schöne Helena. Es verwirrt meine Kinder sehr, wenn ich ihnen sage, eure Großmutter ist immer nackt, ob auf Zeichnungen oder Radierungen, immer nackt. Picasso ist also erneut verliebt, ernsthaft verliebt. In ein sehr junges Mädchen, das Gegenteil der strengen, manierierten Olga. Mit Marie-Thérèse findet er zurück zu den einfachen Freuden des Alltags. Den Nachmittagen im Kino, im Lunapark. Sie ist fast unwirklich blond und ihre Augen sind blaugrau. Als er sich ihr vorstellt, in dem Glauben,
sie mit einem schon so berühmten Namen zu beeindrucken, verzieht sie nur das Gesicht und sagt, Picasso kenne ich nicht. Und wissen Sie, ich um die Malerei. Sie wohnt bei ihrer Mutter in Maison Alfort. Sie ist unkompliziert, von einfacher Herkunft, spontan. Und außerdem verbirgt sich unter ihrer leichten Kleidung ein wunderbarer Körper, sportlich und sinnlich zugleich. Picasso verbringt seine Ferien 1928 und 1929 in Dinard. Olga ist glücklich an diesem eleganten Strand mit ihrem berühmten Maler-Ehemann und dem Sohn Paolo. Und Picasso erfüllt seine Rolle als Familienvater. Aber nicht weit entfernt vom Hotel, irgendwo am Strand, wartet Marie-Thérèse auf ihn, die dort im Ferienlager ist. Er stellt sich als Minotaurus dar, das Geschlecht in Ruhestellung, aber den langen Dolch gezückt, bereit, über diese Vorstadt Ariane herzufallen, die ihn glücklich macht, ihn befriedigt, beruhigt und über die Maßen inspiriert. Ich glaube, dass alle Farben meines Vaters und alle Farben meiner Mutter, alle Formen meines Vaters und alle Formen meiner Mutter sich auf wunderbare Weise ergänzt haben. Es ist eine Art Naturwunder, dass die Pflanze ihren richtigen Boden gefunden hat. Wissen Sie, es war eine sehr seltsame Beziehung. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie mein Vater vor meiner Mutter kniete und sagte, Marie-Thérèse, ich flehe dich an, lass mich zur Messe gehen. Stellen Sie sich vor, mein Vater wollte zur Messe gehen. Warum? Weil ich die Messe besuchen musste wegen meiner Erstkommunion, die einige Tage später stattfinden sollte. Die Eltern sollten die Messe zusammen mit ihrer Tochter besuchen. Doch meine Mutter sagte, du machst dich lächerlich, das ist dumm. Da ging er vor ihr auf die Knie. Ich sah meinen Papa, wie er vor meiner Mutter kniete und sagte, ich flehe dich an, Marie-Thérèse, lass mich zur Messe gehen. In gewisser Hinsicht war sie die Stärkere. Schön, unkompliziert, robust. Das ist Marie-Thérèse, deren geheime Architektur er hervorholt, fast monumental unter der Frische und Anmut. Eine zarte Marie-Thérèse, die er als mineralisches Idol malen, aber auch in eine fantastische Fleischmaschine verwandeln kann, eine Sexfalle. Und vor allem die schlafende Marie-Thérèse, unendlich gelöst und hingegeben. Das ist das Ende der Herrschaft Olgas. Marie-Thérèse hat sich heimlich ebenfalls in der Rue de la Boétie niedergelassen, in Sichtweite von Pablo. Und im Oktober 1935 wird die kleine Maya geboren, freudig begrüßt von diesen zauberhaften Zeichnungen des Malers. Meine Mutter besaß damals die Kühnheit, sich eine Dauerwelle legen zu lassen und die machte die Haare grün. Ergebnis, wir alle bekamen eine Zeit lang grüne Haare verpasst. Warum hatten Sie grüne Haare? Das Bild stellt angeblich Maya dar, aber in Wirklichkeit ist es immer Marie-Thérèse. Es ist ein Porträt meiner Mutter. Sie sehen es sich an und erkennen sich nicht? Sie sagen, es ist Marie-Thérèse? Ja, ja, ganz sicher. Vielleicht suchte er nach Marie-Thérèse als Kind und sagte sich, so können wir von vorn anfangen. Warum nicht? Die Herren haben manchmal ausgefallene Ideen. Und der Reigen dreht sich weiter. Immer wieder Marie-Thérèse. Bilder von glatter Schönheit bis hin zu den radikalsten Experimenten. 1928, nach 15 Jahren reiner Malerei, ist Picasso zur Bildhauerei zurückgekehrt. Es ist die Zeit, in der er Julio González begegnet, der selbst ein großer Formenerfinder ist und bei dem er als guter Freund die schwierige Handhabung von Metall erlernt. Eine Disziplin, in der er sehr bald Wunder vollbringt, wie in jedem Bereich. Seine Frau im Garten zeugt davon und vor allem sein Entwurf für ein Apollinaire-Denkmal. Es ist auch die Zeit, in der ein anderes Wunderkind, Salvador Dalí, Katalonien entflieht, um Paris zu erobern. Er sagt zu Picasso, ich habe Sie aufgesucht, noch bevor ich im Louvre war. Und Picasso antwortet ihm großmütig, das haben Sie richtig gemacht.
Picasso verkehrt nun regelmäßig mit den Surrealisten, ohne sich jedoch ganz ihrer Doktrin anzuschließen. Und dennoch. Ces points ont un intérêt plastique, mais Picasso m'a dit qu'il les avait mises pour décourager les amateurs de peinture et pour que les amateurs de peinture se piquent à ses tableaux. De même, il voulait mettre des lames de rasoir dans les châssis et quand l'amateur de peinture prendrait le tableau, il se couperait les doigts en prenant le tableau en main. Dora Maar ist die nächste Auserwählte. Eine intellektuelle französisch-jugoslawischer Abstammung, die 1936 in Picassos Leben tritt. Aber wir haben erst 1933 und Marie-Thérèse überstrahlt weiterhin das Werk. Gezeichnet, radiert, gemalt. Und vor allem ein ideales Modell, das Picasso wieder dazu inspiriert, das komplexe Spiel der Formen, ihrer Bewegungen, ja ihrer Struktur im Raum zu rekonstruieren. Heilige Marie-Thérèse, dass nur keiner ein Wort gegen Marie-Thérèse sagte. Sogar mein Bruder Paolo bekam zu hören, ich verbiete dir, irgendetwas gegen Marie-Thérèse zu sagen. Paolo war der Sohn von... Paolo war der älteste Sohn. Er war 15 Jahre älter als ich. Er war begeistert, bei Kriegsende eine kleine Schwester zu haben. Weniger begeistert vielleicht als Pablo, der, da die geliebten Frauen nicht zusammenleben können, eine gewisse Freude an der Existenz einer großen Familie findet, in der Maya, das getreue Doppelporträt von Marie-Thérèse und ihm selbst die schönste Zierde ist. Eine quasi königliche Familie, als deren Herrscher Jaime Sabartés fungiert, der Freund seit ewigen Zeiten, Schatten und Faktotum, der Mann, durch den man die Gunst des Meisters erhält oder nicht erhält und auch der erste Picasso-Biograf, den er nicht ohne liebevollen Spott als Höfling Philipp II. Von Spanien gemalt hat. Er liebte meine Großmutter sehr. Er hat ganz klassische Sachen von ihr gemalt. Aber eines Tages hat er sie in Sabartés verwandelt. Das fand sie nicht so gut. Dennoch konnte man Pablo nicht unterstellen, sich über eine Frau lustig zu machen, die zur Familie gehörte. Es war einfach seine Malweise in diesem Jahr 39, der Marie-Thérèse auch nicht entging. Seine Arbeitsweise war ganz einfach. Nehmen wir an, sein Bild steht da hinten. Als Weitsichtiger sah er das Bild sehr gut. Stellen Sie sich eine weiße Leinwand vor. Er wusste, dass er irgendwann beginnen musste. Also ging er zu der Leinwand. Aus dieser Entfernung? Aus dieser Entfernung. Das Hin und Her machte ihm nichts aus, weil sein ganzes Leben ein ständiges Kommen und Gehen war. Er begann mit seinem Bild. Er kehrte bis hierher zurück, um zu sehen, was er geschafft hatte. Er sah es sich an, er stand hier, nahm sich eine Zigarette. Und überall lagen Paletten, Papierfetzen auf dem Boden, das war ihm egal. Er trat wieder vor, fügte hinzu, wonach ihm der Sinn stand, und trat zurück, um es sich anzusehen. Es war ein ständiges Hin und Her. Er tänzelte, er stand immer auf den Zehenspitzen, und wenn ich ihn auf den Zehenspitzen sah, wusste ich, es lief gut. Wenn er auf den Zehenspitzen stand, war er zufrieden, aber es konnte auch nicht gut laufen. Dann kratzte er mit einem Messer daran herum, das er immer bei sich hatte. Aber wenn er auf den Zehenspitzen stand, dann war das Leben schön. Er war im Grunde ein sehr ernsthafter Mensch, ein Liebhaber, ein Bewunderer, der verrückt war nach Kunst und Farben, verrückt nach Formen. Und es hat mir Freude gemacht, wenn ich zum Beispiel im Bett lag und las und er kam, er arbeitete bis spät in die Nacht, er kam herunter, sah, dass ich wach war und sagte, komm mit, sieh es dir an. Dann ging ich mit ihm und sah mir an, was er geschaffen hatte. Es war wunderbar zu sehen, dass er auf der Leinwand Farben reproduziert hatte, die wir gesehen hatten. Ein Sonnenuntergang, ein Frauenkleid. Die Form des Objekts konnte sich auf der Leinwand wiederfinden. Die Farbe eines Sonnenuntergangs, dieses gewisse Goldbraun, hatte er auf die Leinwand übertragen.
Er versuchte, mit uns zu leben, aber ich bin überzeugt, er wäre noch glücklicher gewesen, wenn er weder gegessen noch geschlafen noch mit den Leuten geredet hätte. Er unterhielt sich natürlich gern, doch tatsächlich ging es ihm ums Arbeiten immer und zu jeder Zeit. 1936, ein anderes Gesicht als das der Marie-Thérèse taucht auf in den Skizzenbüchern und Notizblöcken Picassos. Die schöne Dora, eine Freundin von Bataille, von Éluard, eine der Musen der surrealistischen Gruppe, dringt mit Macht in Picassos Träume ein. Konnte sie in den Bildern lesen, was sich in Pablos Leben abspielte? Es gibt Bilder, bei denen ich weiß, dass Mama irgendetwas dahinter witterte, das weiß ich. Zum Beispiel? Zum Beispiel erkennt man es an ihrem Blick am Mundwinkel, der so oder so aussieht. Auf dem Bild? Oh ja, und auch an den Farben. Wissen Sie, Mama kannte seine Farben. Als seine Farben allmählich ins Grünliche umschlugen, stand eine Dora Maar ins Haus. Für meine Mutter boten sich nur Himmelsfarben an. Blautöne, blaue Augen, blondes Haar, ansprechende, anziehende Rundungen, die plötzlich Ränder oder Konturen in einer Art Grün erhielten, das zu ihr nicht passt. 21. Januar 1939. Marie-Thérèse als Liegende mit Buch. Am gleichen Tag Besuch von Dora Maar. Eines Tages ist er dann gegangen? Oh, das waren keine richtigen Abgänge. Sie kennen doch den Mann, der sagt, ich hole nur Streichhölzer und dann nicht wiederkommt. Papa, nein, der ging arbeiten. Arbeiten? Er ging in die Rue des Grands Augustins, weil das ein Ort war, der sich besser zum Arbeiten eignete. Dann ging er an der Côte d'Azur arbeiten. Wie man weiß, liebte Papa die Hitze. Schön arbeitete er eben an der Côte d'Azur. Papa ging arbeiten. »1946. Marie-Thérèse ist immer noch da. Dora Maar wendet sich enttäuscht ab. Am Strand von Golfe Juan badet Françoise Gillot in Gesellschaft von Pablo. Weihnachten 1950. Alle Kinder sind unter dem Baum versammelt. Paolo, Claude, Maya, Paloma. Die Fiktion einer großen, vereinten Familie. Und wieder Maya, später, zu Zeiten von Jacqueline, stets ergeben, fast bis zum Ende, während sich die große Liebe von 1928 nach und nach in der Ferne verliert. Diskret, treu, in einem Umschlag die geschnittenen Fingernägel des wunderbar schrecklichen Pablo hütend. Doch sie verkündet für alle Zeiten die Wahrheit der Liebe, unauslöschlich festgehalten in den Arabesken eines Gemäldes. No pasarán. Was glauben Sie, ist ein Künstler? Ein Idiot, der nur Augen hat, wenn er Maler ist? Nur Ohren, wenn er Musiker ist? Oder eine Leier auf jeder Etage seines Herzens, wenn er Dichter ist? Oder dass ein Boxer nur aus Muskeln besteht? Nein. Er ist zugleich ein politisches Wesen, beständig wachsam angesichts des erschütternden Weltgeschehens. Die Malerei ist nicht dazu bestimmt, Wohnungen zu schmücken. Sie ist eine Kriegswaffe, offensiv und defensiv gegenüber dem Feind.